ich die Garantie nicht verschwenden will. Auf jeden Fall sitze ich hier auf einer M7 als Sozius, also ich bin jetzt schon. Nein, ich glaube, egal mit welchem Reifen, würde ich mich bei der Temperatur nicht mehr trauen. Also Marvin fährt den BT 39 auf Kante um 22 Uhr abends. Es geht, mit dem richtigen Reifen geht's. Aber wenn er rutscht, bist du am Arsch. Ja, auf jeden Fall. Diesen SV650, die auch Slutty fährt. Ich werde ihn vermutlich um Hilfestellung fragen bei der Auswahl der SV650. Es soll eine werden mit maximal 15.000 Kilometern und unter 3.000 Euro. So ist mein Budget. Mein Budget liegt bei gut 3.000 Euro. Ja, was soll ich sagen? Die CBR wird verkauft, die 125er. Auch wenn ich sie gern behalten hätte, verkaufe ich sie, weil ich mir anderweitig kein anderes Motorrad leisten kann, ohne halt meine Eltern oder so anzupumpen. Und das möchte ich nicht. Mein Vater möchte mir eigentlich ein neues Motorrad kaufen. Ist nicht so, dass er Arsch voll Geld hat. Er arbeitet echt hart für sein Geld. Er hat eine Ausbildung gemacht als Beruf. Und ja, ist halt scheiße. Ich finde, man muss nicht immer das Teuerste fahren, aber genauso. Ich dachte, ein Blitzer. Auf jeden Fall kritisiere ich aber auch gar keinen, der Geld von seinen Eltern dazu bekommt. Ich respektiere alle, ob sie ein neues Motorrad fahren, ob ein gebrauchtes, ob ein leistungsschwaches, ob ein leistungsstarkes. Deswegen, für mich steht eher im Vordergrund, was taugt mir, was kann ich mir leisten, was hätte ich denn gern. Und Motorradfahren ist ja was Emotionales, deswegen sollte man auch schauen, welches Bike einem am meisten zusagt mit seinem Preissegment. Und es ist bei mir halt die SV650 momentan. Aussicht bekommen, mega gutes Angebot woanders. Eine 500er möchte ich mir nicht neu kaufen, da ich schon 500er gefahren bin, sowohl 650er gedrosselt, und mir haben die 650er mehr Spaß bereitet, da ich zumal mit einer Größe von 1,84 nicht der kleinste, aber auch nicht der größte bin, aber einfach größer als der Durchschnitts 500er Fahrer. Jetzt kommen ein paar in den Kommentaren und sagen, hey, nee, ich bin 1,90 und fahre eine 500er. Ich rede jetzt von den Durchschnittsfahrern. Die sind ca. 1,70, 1,75, keine Ahnung, und sind super bequem drauf. Deshalb eine größere Maschine, dass ich mich einfach wohl drauf fühle, auch von der Sitzhöhe und allem. Dort werde ich regelmäßig geblitzt, was nicht so geil ist. Ich fahre immer so 40, 45 bergab und dann stehen die da mit dem mobilen Blitzer und es kostet 15 Euro bei mir, 7 km/h drüber. Dass sie so früh blitzen, hat mich auch gewundert. Wahrscheinlich blitzen die ab 39 wie gewöhnliche Blitzer und dann ziehen die noch eine Toleranz ab und dann war es das. Alter, die M7 hört sich so geil an. Das ist auch ein Muss an meiner SV650, egal welches Motorrad ich bekomme. Ich möchte unbedingt einen Auspuff erneuern. Das wird mir auf jeden Fall zusagen. Was sagt mir eine SV650 zu? Die 650 Kubik, der Druck unten raus für die A2 Drossel. Ich muss aber auch sagen, dass eine R6 gedrosselt. Ich bin beide wirklich mehrmals jetzt gefahren. Oben raus besser geht, unten raus schlechter auf 48 PS. Es hängt aber auch immer ein bisschen von der Drossel ab, deswegen kann man das nicht so arg pauschalisieren, wie ich es gerade getan habe. Aber ja, wieso denn eine ältere Maschine? Ich finde schon teuer, dass Maschinen dementsprechend teuer noch sind im alten Zustand. Aber wenn sie halt gut gepflegt sind und wenig Kilometer haben, kann auch eine gern mit 4 Kilometern sein, dann sollte aber auch schon ein bisschen was gemacht sein an ihr. Verkauft meine CBR zum Beispiel auch günstiger als Maschinen mit weniger Kilometern, zumal meine 2 Stürze hatte. Ja. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die SV650. Ich sah schon Probe, mir gefällt sie. Schade, dass nicht die SV1000 werden kann wegen der A2 Drossel. Die hätte ich gern gefahren, weil ich mag Motorräder mit viel Hubraum. Und der V2 klingt einfach super. Ich mag sowohl 4-Zylinder-Sounds als auch 2-Zylinder-Sounds.
SV650, Leute fragen, was kostet ein großes Motorrad im Vergleich zu einer 125er, ich würde sagen, von allem das Doppelte einfach. Versicherung zahlt ein bisschen mehr in der Regel. Ich zahle momentan 130 Euro jährlich, Teilkasko für meine TPR. Für die SV650 werde ich knapp 220 oder so zahlen auf 48 PS, meine Prozente schon gesunken sind. Spritverbrauch ist ungefähr das Doppelte, mein ECBR-Verbrauch, normal gefahren 2,7 Liter, sportlich 3,2, also das ist wirklich Knallgas, ist auch nicht wirklich schnell und die SV650 verbraucht zwischen 4, bei meiner Fahrweise eher 5,5 Litern, weil ich schalte auch nicht immer ganz früh und so, bin halt jung, ab und zu mal drehe ich auch ein bisschen auf, wenn es die Umstände auflassen, jetzt nicht hier in der 30er-Zone, aber ansonsten, deswegen. Reifen. Gute Reifen sind zum Beispiel der Metzeler M7R, den auch Slati fährt, ist so ziemlich der beste. Wenn ihr den nicht mögt, dann könnt ihr auch zum Conti Sport Attack 2 greifen, der klebt wie Gacke am Handtuch, wie schön. So schön, wie Jens Kuck immer sagt. Auf jeden Fall ist der Conti halt nicht so gut im Nassen. Ich bin der Meinung, der M7RR oder der Metzeler M5 Sport Attack. Also der M5 ist eher was für die Tourenfahrer, die ab und zu mal sportlich unterwegs sind. Und der M7R, wenn ihr im Sommer Knallgas fahren wollt, dann solltet ihr unbedingt den M7R nehmen, ansonsten den M5 von Metzeler. Pilot Power halte ich nicht viel von, die schmieren bei höheren Temperaturen. Klar, ist auch ein solider Reifen, vor allem wenn ihr jeden Tag fahrt, aber ansonsten. Ich persönlich würde an der SV650 noch ein paar Mods machen, sowie kurzer Bremshebel, kurzer Kupplungshebel, Felgenringe würde ich auf jeden Fall aufkleben, es macht mir Spaß. Ja, wir sind hier gerade am Killesberg, für die, die es kennen, rechts ist der Killesbergpark. Ja, hier bin ich groß geworden, ey. Zu SV650 kann ich eigentlich nur sagen, dass sie so ziemlich alle Wünsche von mir deckt. Somit können sie es echt gut werden. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.